Kontext 21. Der Albtraum der direkten Demokratie, zweiter Teil. In der letzten Sendung haben wir den ersten Teil eines Referats dokumentiert, das Clemens Nachtmann, Redakteur der antideutschen und wertkritischen Berliner Zeitschrift Bahamas, bei dem vom kritischen Kreis und anderen Gruppen organisierten Kongress vom Postfaschismus zum demokratischen Faschismus am 28. April 2001 in Wien im Anschluss und in Ergänzung eines Vortrags von Uli Krug gehalten hat. Heute senden wir den Schlussteil des Referats sowie Ausschnitte aus der anschließenden Diskussion. Es gibt, zumindest was die Verhältnisse in der BRD betrifft, hier eine gewaltige Schrittmacherrolle, die der deutsche Osten erfüllt. Man hat es hier nämlich mit Leuten zu tun, die ganz willfährige Akklamationsmasse es immer mit dem gerade Stärksten halten, der ihnen nach den Mund redet und ihnen glaubwürdig die Kuhwärme des Kollektivs vermittelt. Egal, ob es sich um den Dicken mit der großen Brieftasche verhandelt, der ihnen blühende Landschaften verhieß, oder den Knautschigen mit dem schneidigen Auftreten, der in seiner Reise vom letzten Jahr ihre enorme Aufbauleistung würdigt. Eine Bevölkerung, die wie die Ostzonale sich nicht nach irgendwelchen in Parteipräferenzen sich ausdrückenden Interessen sortiert, sondern in der vom Naziskin bis zum PDSler prinzipiell jeder mit jedem koalieren kann, ist aufgrund ihrer Unberechenbarkeit für zum Machterwerb eingesetzte populistische Kampagnen natürlich besonders interessant. Die Kehrseite dieses Wunsches nach dem omnipotenten autoritären Staat ist das permanente Misstrauen gegen eine Politik, die bei aller Rücksichtnahme auf Volkers Stimme doch nicht einfach dessen verlängerter Arm ist. Und so handelt es sich bei den Zonis um Leute, die im höheren Interesse des Staates im Zweifel nicht lange fackeln, sondern lieber selber Hand anlegen. Der ihnen allseits zu erkannte Bonus: Sie hätten 1989 die erste demokratische Revolution der deutschen Geschichte geschafft, verschafft ihnen im Zweifelsfall die Legitimation, sich als diejenigen zu präsentieren, die im Gegensatz zu den satten, selbstzufriedenen und trägen Westlern noch echten, eigenverantwortlichen und direkten Einsatz für die Belange des Gemeinwohls an den Tag legten. In der Tat, über 100 ermordete Ausländer in den letzten 10 Jahren, teils in Handarbeit, teils in nahtloser Kooperation mit dem Bundesgrenzschutz an der deutschen Ostgrenze, sind ein wirklich beeindruckendes Beispiel für praktizierte direkte Demokratie. Dem Staat wiederum kommt alles darauf an, dass solches Engagement seiner Bürger in sozialverträgliche Bahnen gelenkt wird. Und diese Staatsantifa-Kampagne, die wir letzten Sommer erlebt haben, war dafür ein Versuch. Denn der Staat seinerseits hat nämlich den Widerspruch zu vermitteln, der sich daraus ergibt, einerseits das Heer der Überflüssigen bei Beschäftigung und Laune zu halten, andererseits in der internationalen Konkurrenz um migrantisches Fachpersonal zwecks Standortsicherung nicht zurückzustehen. Und dabei kommen ihm die demokratischen Bürgerwehren eben genauso zu Pass wie in die Quere. Jedenfalls ist mittlerweile ein Punkt erreicht, wo im Gegensatz zu früher, man denke noch an diese Polemiken des Grundgesetzkommentators Rupert Scholz, nie irgendwelche plebiszitären Elemente im Grundgesetz zuzulassen. Und man denke heute, was sich da nur in 10 Jahren ereignet hat. Wo im Gegensatz zu früher also alle Fraktionen des Staatspersonals mittlerweile anerkannt haben, dass direkt demokratisches Engagement seiner Bürger, weit davon entfernt eine Gefährdung seines Bestands darzustellen, ein Ferment seines Funktionierens sein kann. Initiativen, Selbsthilfegruppen und andere Vereinigungen bis hin zu irgendwelchen Antifas, die ohne jemals die Machtfrage zu stellen, unterhalb der unmittelbar staatlichen Ebene einen gesellschaftlichen Konsens organisieren, sind als, und ich zitiere hier abermals Johannes Anjuli, als bürgernahe, betroffenen orientierte Unterabteilungen, Zitat Ende, der Staatsbürokratie hochwillkommen. Und genau dadurch vergrößert der schlanke Staat, der sich seiner Garantieversprechen und seines etatistischen Regulierungsmodus begibt, die Reichweite seines Handelns enorm. Also der Staat, das System des formalierten Pluralismus, erweitert sich gerade durch seine Schrumpfung. Und gerade die Linken, für die Demokratie nie als objektive Realkategorie
kapitalistischer Vergesellschaftung, sondern immer als erst noch zu realisierendes Ideal gegolten hat, sehen nun die Chance gekommen, ihr politisches Kapital endlich zu verwerten und dienen sich, selbstverständlich wie immer im Namen der edelsten und lautesten Motive, als zivilgesellschaftliche NGO, als staatliche Vorfeldorganisationen an, die den totalen Staat überhaupt erst perfektionieren helfen. Und dabei muss die Staatsaffinität nicht einmal ausdrücklich oder wie auch immer idealisiert erklärt werden. Fast noch schlimmer als die demokratische Linke sind diejenigen, die völlig staatsfern oder sogar dem Anspruch nach gegen diesen feindselig eingestellt, als quasi ehrenamtliche Helfer des Staates diesen Geschäfte erledigen, wie zum Beispiel völlig heruntergekommene autonome Linke, die als völlig schrottreifes, aber zum Weitermachen entschlossenes Wohlfühlkollektiv im Moment gerade eine Mutation zum Spürtrupp und zur Schlägerbande durchmachen und in ihrem Mobilmachen gegen Vergewaltiger, Täterschützer, Sexisten und Rassisten ein integrales Moment des gesellschaftlichen Mainstreams abgeben. Schon immer waren die eingebildeten Antagonisten der barbarischen Gesellschaft in Wahrheit deren Schrittmacher und Vorkämpfer. Durch diesen Prozess werden etablierte Parteien und Verbände nicht einfach obsolet, sondern machen einen Funktionswandel durch. Zwar können sie selbst, bedingt durch die Auflösung traditioneller sozialen Milieus, immer weniger auf eine Stammmitglieder- und Wählerschaft zählen. Dafür wandeln sie sich der Verschlankung des Staatsapparats analog zu professionell gemanagten Führungsstäben, die um die Gunst einer zunehmend vielgestaltigeren und gerade deswegen immer gestaltloseren, das heißt immer weniger spezifisch greifbaren Masse buhlen. Und diese Masse ist wieder ein originäres Produkt der postfaschistischen Konsumgesellschaft. Während nämlich der Faschismus die Massen noch unmittelbar und getrennt von ihrem Alltagsleben, wiewohl permanent in es eingreifend, mobilisieren musste, erscheint im Postfaschismus die Inszenierung von Gemeinschaft in die dauerpräsente und mittlerweile unermesslich diversifizierte Totalität von Waren und Dienstleistungen gebannt, als mit ihnen verwachsener, medial und reklameförmig inszenierter Bestandteil. Wie im Faschismus schon wird an der Ware der Genuss von Gemeinschaft gesucht. Im Unterschied aber zu diesem ist im Postfaschismus dieser Genuss wieder ein formell privativer. Und das hat für die Beschaffenheit der Masse schwerwiegende Folgen. In der Konsumgesellschaft des ganzen Volks, mit der die postfaschistische Demokratie ein faschistisches Versprechen überhaupt erst einlöste, werden die tatsächlichen Massenversammlungen in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Warteschlangen, im Kaufhaus zunehmend zu einer äußerlichen, lästigen und widerwillig absolvierten Pflichtübung, die man möglichst schnell hinter sich bringen möchte, und die modernen technischen Medien wie das Internet stellen deswegen ja auch den Einkauf vom heimischen Computer schon zur Verfügung. Eine Pflichtübung, die man hinter sich bringt, um in privater Abgeschiedenheit den vergemeinschaftenden Effekt zu genießen, den die Ware als pars pro toto ihrer Totalität der ungeheuren Warensammlung eben verheißt. Im selben Maße also, wie der Massencharakter der Dinge, wie der Menschen immer größere Ausmaße annimmt, verschwindet er zugleich und lässt die Gesellschaftlichkeit, das Allgemeine, nur noch als verfügbares Objekt des Einzelnen erscheinen, das der völligen Gleichgültigkeit verfällt. Aber Gleichgültigkeit hat nämlich auch einen Doppelsinn. Das Allgemeine ist egal geworden, im Sinne von gleichgültig, es fällt nicht mehr weiter ins Gewicht, aber es heißt auch so viel, dass jeder Inhalt auch gleich gelten kann. Dass also jeder Inhalt, der sich einigermaßen glaubwürdig als Allgemeines aufspreizt und die Omnipotenzfantasien des ohnmächtigen und auf sich selbst zurückgeworfenen postfaschistischen Subjekts zu bedienen vermag, Aussicht auf Erfolg hat. Wenn auch nur auf temporären Erfolg, denn dauerhaft kann kein einzelnes Ideologem mehr die Massen mobilisieren. Das dürfte der Grund für die hektische und zwanghafte Suche nach immer neuen und in immer kürzeren Abständen verschlissenen Feindprojektionen und die daraus resultierende Dauermobilisierung sein, in der eine Kampagne die andere jagt. Wer als Bedrohung, wer oder was als Bedrohung für das Gemeinwesen gehandelt wird und dann die Rolle des Volksfeindes spielen darf, ist dabei wirklich ziemlich egal geworden. Sogenannte Kinderschänder, korrupte Politiker, Bauern, fleischverarbeitende Industrie, genauso wie die Nazis, selbst die Nazis zur Zielscheibe dieses seiner Struktur nach faschistischen Ressentiment werden können. Mit anderen Worten, es kann alle treffen, weil alle sind verdächtig. War die Feinderklärung in der alten BRD eine der Mitte, der gesellschaftlichen Mitte gegen die Extremisten, die Linke, die RAF,
so sind heute alle im Visier des Volkszorns. Und deshalb kann jede neue Feinderklärung Atomisierung, Feindseligkeit und Konkurrenz aller gegen alle nur verschärfen. Die Kampagne zu BSE und Maul- und Klauenseuche machte zuletzt der gesellschaftlichen Mitte klar, wo sie steht und was sie zu erwarten hat. Und damit ist nicht nur gemeint, dass die neue grüne Ministerin mit ihren markigen Maßhalte- und Verzichtsappellen bezüglich Fleischgenuss das Ende des Massenkonsums einläutert und dieses Ende als personifizierte Anorexie auch glaubwürdig verkörpert. Auch nicht, dass diese Ministerin parthische Projektion und völkische Trutzgesinnung schon in ihrem Amtstitel führt. Sie ist Ministerin für Verbraucherschutz. Gemeint ist vor allem, dass die Massenkeulung von Rindern sowie die Massenverbrennung von Rindfleisch in Großbritannien in der Tat ein Opferritual am höheren Unwesen und sprich eine Kapitalvernichtung gigantischen Ausmaßes ist, die im wahrsten Sinne des Wortes zum Himmel stinkt und die einen Vorgeschmack darauf geben könnte, was mit dem wertlosen Humankapital, also mit allen Überflüssigen, die ebenso gleichsam entwertetes Fleisch darstellen, passieren könnte. Kurz nachdem der Zigarre rauchende Parvenu mit seinem Wort von den Arbeitslosen als Arbeitsunwilligen und Drückebergern an die Öffentlichkeit getreten war, zeigte sich die Süddeutsche Zeitung vom 18.04. dieses Jahres erfreut über die, Zitat, ersten konstruktiven Vorschläge zur Bekämpfung der Volksseuche Massenarbeitslosigkeit. Und man wird das noch etwas weiter verfolgen können, was daraus wird aus der Bekämpfung dieses Seuchenherds. Das Paradoxe also ist also, dass gerade das Ende der faschistischen Epoche bestimmte faschistische Züge wieder aktuell werden lässt. Allerdings sind spätestens angesichts dieser Entwicklung die Kategorien von Faschismus und Demokratie und erst recht deren Gegensatz, der nie ein substanzieller, sondern ein formeller war, außer Kurs gesetzt. Wir befinden uns vielmehr am Anfang einer demokratischen Barbarei. Die direkte Demokratie, von der die Linke immer geträumt hat, wird sich als ein einziger Albtraum erweisen. In der Diskussion entspann sich eine Auseinandersetzung über das Wesen und den Stellenwert des Antisemitismus im Nationalsozialismus und in der gegenwärtigen Situation. Gerhard Scheid vom Kritischen Kreis dazu. Da scheint mir sozusagen es ganz wichtig festzuhalten, welche spezifisch antisemitische Projektion, welche spezifisch antisemitischer Projektion zukommt und dass sie eben nicht einfach austauschbar ist und ersetzbar ist durch eine andere. Und auch wenn das stimmt, wenn das strukturell stimmt, im allgemeinen Hauen und Stechen gewissermaßen das herrscht und das eigentlich schon im Nationalsozialismus geherrscht hat, dann ist es sozusagen immer auch zugleich festzuhalten in dem Zusammenhang, dass die antisemitische Projektion etwa oder auch rassistische Projektionen dieses allgemeine Hauen und Stechen gewissermaßen aufheben. Ja? Und diesen Gegensatz festzuhalten, ich glaube, das ist das Schwierige, um das Verhältnis zum Staat zu begreifen, das eine Gesellschaft bestimmt. Deshalb war mir auch dieser Schlenker gegen Goldhagen etwas zu leicht gewissermaßen, weil er die Erkenntnismöglichkeit, die Goldhagen aufgemacht hat, gewissermaßen nicht festgehalten hat, nämlich auf der einen Seite schon diese Bandenstrukturen, diese Konkurrenzstrukturen im Nationalsozialismus, die natürlich die Vernichtung vorangetrieben haben
und, die, und in, dieser, in, das, in dieser Perfektion überhaupt erst ermöglicht haben. Aber auf der anderen Seite war natürlich die antisemitische Projektion unabdingbar, die sozusagen die ganzen verschiedenen Hauer und Stecher wiederum vereint hat, die Volksgemeinschaft. Und ich glaube, diesen Gegensatz einfach festzuhalten, das ist das Problem, was man hat mit dem Faschismusbegriff und mit dem Volksgemeinschaftsbegriff. Das kommt halt wirklich auch nur darauf an, also bezüglich des Nationalsozialismus eben die Phänomene zusammenzubringen, dass also dieselben, die Volksgenossen, die meinetwegen sich über Blut und Boden als Blubo lustig gemacht haben, also die, wo eigentlich kein gläubiges Verhältnis zu dieser Ideologie bestand, ne? Beziehungsweise hatte man es wirklich mit einer Ideologie zu tun, die sozusagen ungeglaubter Glauben war, ne? Also um mal jetzt so dieses Verhältnis davon von Goldhagen und das, was ich versucht habe, als dieses schon im Nationalsozialismus unter der Decke des Führerstaats sich abspielende Hauen und Stechen zusammenzubringen, ne? Das wirklich mit einem ungeglaubten Glauben dazu und zu tun. Und das ist natürlich das, was der Goldhagen in gewisser Weise natürlich schon verfehlt, wenn er immer sagt, also hier wurde, hier war etwas im Sinne von gläubig und für richtig gehaltenem eliminatorischen Antisemitismus am Werken. Ne? Ich denke halt schon, dass man da mit dem Begriff der Indifferenz erstmal weiterkommt, ne? Weil diese Indifferenz ist halt nicht nur im Sinne von Gleichgültigkeit, ich lasse es geschehen, sondern ich bin natürlich genauso von diesem Grundstruktur, und zwar von dieser projektiven Grundstruktur durchherrscht. Ne? Und wenn natürlich der Staat und die entsprechenden Organe, so diese diejenigen, die man dann für das eigene Unglück und für das ungelebte Leben und für die eigene drohende Überflüssigkeit bluten lassen will, zum Fraß vorwirft, dann kommt es eben genau zu diesen Taten, wie sie den Nationalsozialismus halt auszeichnen. Ne? Bei dem, was auf heute bezogen, also was du, Gerhard, jetzt auf heute bezogen hast, auch kein Widerspruch. Es sind natürlich auch zwei Dinge, die durcheinander laufen. Und wo man sich vielleicht sogar die Frage, oder sich vielleicht wahrscheinlich erstmal die Frage stellen müsste, inwieweit ist denn nicht in dieser Port, hat sie mal die sozusagen frei flottierende Projektivität genannt, in diesen Kampagnen dagegen Kinderschänder und was weiß ich, anderen Bedrohungsszenarien, nicht so etwas wie ein Proto-Antisemitismus, der sich ein Ersatzobjekt sucht, der sozusagen noch nicht sein Objekt gefunden hat. Ich meine, man kennt es ja aus der alten BRD auch, wo zum Beispiel auch gegen den realen Sozialismus oder gegen die ungewaschenen Studenten auch mit antisemitischen Stereotypen gehetzt wurde und ohne dass man jetzt sagen muss, also hier, das wären jetzt sozusagen die neuen Juden, also wo sozusagen der antisemitische Wahn immer von seinen Objekten, die er sich sucht, beurteilt wird und nicht nach Maßgabe der Struktur der Projektion. Ne? Ich meine, wichtig ist halt den Gedanken, was den Goldhagen angeht, festzuhalten, den Sartre mal geäußert hat, dass es gäbe es den Juden nicht, der Antisemit in sich erfinden würde. Das heißt, dass das Ressentiment aus dem Subjekt ohne jede Erfahrung, ohne jede Kenntnis auch, dass jemand Ressentiment gemeinten, eins entwickelt und insofern eine Struktur besitzt, die man als antisemitisch bezeichnen kann, auch wenn sich nicht, ausnahmsweise einmal nicht, würde ich dir gerne konzidieren, nicht gegen die Juden richtet. Trotzdem sozusagen ist die Struktur noch etwas anderes wie die wirkliche antisemitische Projektion. Das Proto-Antisemitische vom Antisemitischen noch trennen würde. Zum Beispiel, wenn man sich das eben ansieht, dass die ganzen Fantasien, die mit dem organisierten Verbrechen zusammenhängen, ja, das würde ja auch als in dem Sinn Proto-Antisemitisch bezeichnen, da schwingt auch diese Weltverschwörungsgeschichte mit. Aber dennoch ist der wesentliche Unterschied der, dass sozusagen der Antisemitismus, gerade jetzt was die postfaschistische Situation betrifft, erlaubt den Bezug des Subjekts, des Staatssubjekts auf die Vergangenheit. Erlaubt sozusagen die Herstellung einer Kontinuität und erlaubt natürlich auch darüber hinausgehend oder dadurch eine direkte Personifizierung gewissermaßen. Und das gibt das organisierte Verbrechen nicht her, das bleibt in einer Weise anonym, dass es diese Kontinuität auch nicht bietet mit dem Nationalsozialismus. Keine Vermittlung gewissermaßen. Und auch nicht die Personifizierung. Deshalb ist es eben auch kein Zufall, dass der Haider dann doch wieder auf den Musikanten zu sprechen kommen muss. Also dass das organisierte Verbrechen nicht ausreicht oder die Drogendealer. Er muss dann doch direkt persönlich den Juden attackieren.
gibt sozusagen etwas, was proto-antisemitische Identifikationen nicht hergeben. Ne? Aber es ist natürlich so eine Geschichte, man kann da wirklich nur ein bisschen ins Blaue spekulieren momentan, ob nicht das antisemitische Ressentiment zurzeit an seiner Entfaltung insoweit gehindert ist, als es zwar diese Abstraktifizierung dauernd vornimmt, also die organisierte Kriminalität und irgendwelche Kinderhändlerringe und sowas. Da wird ja dieses Ressentiment jedenfalls seiner abstrakten Seite noch immer gebracht, aber es fehlt dann irgendwie immer an dieser Repersonifizierung, die natürlich das Entscheidende beim Antisemitismus immer ausmacht. Ne? Stellt sich die Frage, ob die Demokratiekritik, wie sie in den Referaten von Krug und Nachtmann skizziert wurde, tatsächlich Einwände gegen das übliche Politikmachen der Linken, das sich unter anderem in permanenten Aufrufen, Petitionen und Kampagnen zur Verwohlfeilerung des Staates äußert, begründen kann. Ist die Demokratie überhaupt so schlecht? Ist sie nicht doch ein Ideal, das gegen die schlechte Realität verteidigt werden muss? Clemens Nachtmann dazu. Das eine, das meinte ich mit diesen unerträglichen Kampagnen und Resolutionen, zum Beispiel sowas, was man in den 80er Jahren, ich war damals ein Leser der Frankfurter Rundschau, und da gab es dann immer diese Petitionen und Resolutionen, da war immer so zum Beispiel dieses Komitee für Grundrechte und Demokratie federführend, also diejenigen, die das waren, die haben sich wieder zu sehr honorigen Leuten gemausert, beziehungsweise sich tendenziell sogar radikalisiert. Aber trotzdem haben sie immer eine Argumentation drauf gehabt, die zum Beispiel, das ist auch wieder was sehr BRD-spezifisches, ich glaube nicht, dass es das so in Österreich gegeben hat, diesen Grundgesetzfetischismus, ne? Der immer argumentiert hat, wir hätten es hier mit einer bürgerlichen Demokratie zu tun, die also die Massen entmündigt, und deswegen müssten die Massen also zu Eigenverantwortung und zu Engagement aufgefordert werden, sich für ihre Belange selber einzusetzen. Ne? Und genau diese Sachen, die kommen ja heute in merkwürdig entstellter Form, und ich würde halt nicht sagen in verstellter, sondern in zur Kenntlichkeit entstellter Form wieder. Nämlich als der Staat, der seine Bürger wieder zur Eigenverantwortung aufruft, und zwar, das heißt, ihre eigene Ohnmacht selber zu verwalten. Das war also hier ein Versäumnis der Linken, was ich schon ganz grundsätzlich kritisieren möchte, dass also Demokratie immer als Vorschein einer freien Assoziation oder eines ungegängigen Lebens verdolmetscht wurde, als ein noch erst zu realisierendes Ideal. Aber Demokratie ist meines Erachtens kein zu realisierendes Ideal, sondern Demokratie heißt wirklich nichts anderes als letztlich die Selbstverwaltung der eigenen Unterdrückung. Volk ist nichts anderes als eine kritisch zu behandelnde Kategorie. Volk heißt eine Zusammenrottung von Individuen zu Staatszwecken. Also ich denke zum Beispiel, es lässt sich an so einem Wort wie Basisdemokratie klar machen. Also es gibt kein unmittelbares Volk. Also das war also wirklich das große Unglück, dass die Kritik des hegelischen Staatsrechts von Marx genau vor diesen Paragraphen ändert, wo es um die Konstitution von Staatlichkeit und Volkssouveränität geht.
Weil gerade so ein Hegel hat es noch gewusst, es gibt kein Volk in seiner Unmittelbarkeit ohne Bezug auf einen irgendwie gearteten zentralen Souverän. Das muss kein schon konstituierter Staat sein, sondern es kann auch irgendein Einpeitscher, irgendein Anführer einer Volksbewegung sein, der das Volk als seine Schwungmasse für ein Staatsprojekt oder ein regionales Projekt oder wie auch immer in Bewegung setzt. Deswegen ist also Volk und Demokratie, was ja nichts anderes heißt als Herrschaft des Volkes, für mich keine grundsätzlich emanzipatorisch zu beerbende oder zu realisierende oder wie auch immer Kategorie. Also Marx hat, wenn er sich in solchen Andeutungen über eine zukünftige Gesellschaft erging überhaupt, das ist ja sehr selten in seinem Werk, das heißt ja nicht das System des Sozialismus, sondern das Kapital zur Kritik der politischen Ökonomie, nie von irgendwas anderem gesprochen als den Verein freier Menschen. Und es ist, glaube ich, gerade die grundsätzliche Situation, wenn man heute noch sich auf Marx bezieht oder Kritik in revolutionärer Absicht treibt. Das heißt also nicht, man hat irgendwelche Zustände abzuschaffen, die einem ganz äußerlich gegenübertreten würden oder einen irgendwie so rein zufällig prägen würden, wie es irgendwelche Sozialisationstheorien formulieren, sondern es heißt natürlich auch immer, also Kritik hieße gegen sich selbst andenken und Revolution hieße natürlich auch immer sich selbst revolutionieren. Und das heißt also in Bezug auf Demokratie, Politik und Staatlichkeit, heißt also, es gibt keine emanzipatorische Bewegung, die im Namen von Demokratie antreten würde, die emanzipatorisches Potenzial in sich bergen würde, sondern das heißt eigentlich nicht nur die Befreiung der Gesellschaft vom Kapital, sondern die Befreiung der Gesellschaft vom Volk. Und das heißt also von seiner eigenen Gesetztheit als Staatsbürger. Das wäre Revolution und das wäre aber dann keine Demokratie mehr. Und deswegen beharre ich eigentlich da schon auf diesen terminologischen Unterschied. Das, denke ich, ist keine Wortklauberei, sondern es trifft also wirklich einen Moment der Sache. Ein deutscher Außenminister als Beispiel. Dass der sich jetzt beim Jugoslawienkrieg hinstellen konnte und so flott von der Leber weg erzählen konnte, no passaran, das wäre also früher seine Parole gewesen, und mit derselben Argumentation schmeißt er heute Bomben auf Belgrad. Das ist also genau das, was ich eben jetzt auch versuchte, an dieser Demokratiegeschichte klarzumachen. Die Kritik, die nicht wirklich den Zustand trifft, sondern im Namen von Idealen einen Zustand angreift, die ist also immer auf dem besten Weg, vielleicht mit einiger Verspätung oder in welcher Zeitspanne auch immer, ein Teil jener Herrschaft, jenes Herrschafts- und kapitalistischen Zusammenhangs zu werden, gegen den er sich eigentlich gewendet hat oder wenden wollte. Das Referat von Clemens Nachtmann sowie weitere Kongressbeiträge erscheinen in der Nummer 2 2001 der vom Kritischen Kreis herausgegebenen Zeitschrift Streifzüge. Die Streifzüge können an folgende Adresse bestellt werden: Kritischer Kreis, Margaretenstraße 71-73, Tür 23, 1050 Wien, oder per E-Mail streifzuege@aon.at. Einige der Texte, die in den Streifzügen erscheinen, sind auch in der Papyrothek der Internetausgabe von Kontext 21 verfügbar. Gestaltung der Sendung: Stefan Gregert. Ein Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten 3 Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://kontext21.mediaweb.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.